Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 und der 100 Baby Challenge. Unsere Familie schläft gerade noch. Die werden aber sicher auch bald alle erwachen und in den Morgen starten. Wir haben es Sonntag, 5.44 Uhr, sind bei Baby Nummer 24 und wir haben auch natürlich das erste Kleinkind. Sie schläft auch noch, die kleine süße Maus, das ist die Clara. Da seht ihr sie. Also wer heute auch wieder das erste Mal auf dem Kanal ist, den möchte ich auch noch ganz herzlich begrüßen im Team Simply Sims. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei mir und mit mir und ich hoffe, ich kann euch begeistern. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Auf jeden Fall nur, dass ich immer noch total geflasht bin von den letzten Tagen und langsam ist auch in meinem Kopf angekommen, okay, es ist jetzt wahr, wir haben wirklich Kleinkinder, das ist Wahnsinn. Ich bin immer noch, ja, total begeistert. So, ihr hattet mich auch gefragt, ob ihr das Haus in der Galerie herunterladen könnt. Natürlich könnt ihr das. Die EA-ID steht unten, also die steht immer unten in der Infobox, unter jedem Video, so sieht das Ganze von draußen aus. Draußen ist noch nicht fertig, es ist vieles noch nicht fertig, da wir in der Baby-Challenge nicht cheaten und uns das Geld komplett alleine verdienen. So, weil ich finde, cheaten ist irgendwie doof. Wenn man so viel Geld hat und man alles haben kann, das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, finde ich. So, und deswegen ist das Haus teilweise noch nicht komplett eingerichtet, bis auf die Kinderzimmer hier, die sind fertig. Das ist der Bereich von der Niki, also sprich von unserer Mama, Mutti der 100 Baby Challenge. Und die wird sich gleich mal hier um die Kuh kümmern, bevor wieder irgendein Kind gefressen wird. So wie es in einem der letzten Parts war, da waren wir so abgelenkt, oder ich war so abgelenkt, ihr konntet ja nichts dafür, es ist meine Schuld, ja, es tut mir leid. So, da war ich so abgelenkt von dem Kleinen, also mit dem Kleinkind hier, dass ich gleich ganz die Kuhpflanze vergessen habe und naja, es ist so gekommen, wie es kommen musste. Ein Kind wurde gefressen, aber Gott sei Dank auch wieder ausgespuckt, das ist wenigstens etwas. Und wir müssen jetzt einfach ein bisschen besser aufpassen. So, die kleine Clara ist wach und sie hat eine, oh, sie hat eine Stinkewindel. Oder? Sehe ich das richtig? Da ist sie. Hat sie eine Stinkewindel? Ja, sie hat eine Stinkewindel, da sieht man's. Okay, dann würde ich sagen, Trudy ist gerade die einzigste, nicht die einzigste, aber sie ist gerade frei, sie hat gerade nichts zu tun. Sie kann die Kleine mal aufs Töpfchen bringen, denn die weint hier ganz bitterlich. Oh mein Gott, Baby, nicht weinen. Clara ist sehr hungrig. Sieh zu, dass du sie fütterst, sonst holt man sie dir noch weg. Oh nein, ich möchte sie bitte gern behalten, natürlich. So, na, ist das nicht süß? Ah, oh Mann, warte mal. Das Töpfchen müssen wir noch ein bisschen umstellen. So, okay, geht es jetzt? Geht es jetzt? Clara beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ja, das ist nämlich die Trudy, die wurde von der Kuhpflanze gefressen. Und es ist ein Gefühl wie eine emotionslose Hülle. Aha, alles klar. So, wir gehen aufs Töpfchen. Töpfchenfähigkeit erworben. Mit Toilettentraining gehören schmutzige Windeln bald der Vergangenheit an. Mit der Töpfchenfähigkeit lernen Kleinkinder aufs Töpfchen zu gehen. Kinder können sie verbessern, indem ein Erwachsener sie unterrichtet. Okay, das machen wir ja gerade. Sehr schön. Los kommt, die Niki kommt jetzt auch noch anfeuern, oder? Ich weiß nicht, was sie macht. Auf jeden Fall, sie überwacht das Ganze hier. Das ist die Niki. Wer sie noch nicht gesehen hat, das ist die Niki. Das ist die Mutti, die die ganzen Babys bekommen soll. Wie gesagt, aktuell Kind Nummer 24 und die aktuelle Kinderzahl, die steht auch unten in der Infobox. Und noch ein paar andere Sachen. Welche Erweiterungen ich habe, also das sind eigentlich immer alle. Aber das steht alles nochmal zusätzlich unten drin, falls das jemand wissen möchte. So, Niki, du hast Hunger. Wie wäre es denn, wenn du... Oh, hier die Küche, die finde ich auch so furchtbar. Wir waren ja dabei, auf 50.000 Simoleons zu sparen. Oder erstmal, beziehungsweise erstmal hier 35.000 Simoleons
aufgrund von ihrem Lebenswunsch. Und ja, wir wurden halt unterbrochen dabei beim Sparen aufgrund dessen, dass wir das Kinderzimmer für die Kleine eingerichtet haben, beziehungsweise für die Kleinen, die dann auch noch kommen werden. Und dabei haben wir 7000 Simoleons gelassen und ja, das hat uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Aber wir machen natürlich weiter. So, der Plan ist es dann, wenn wir das Geld zusammen haben, die Küche, die ist furchtbar. Ich habe die schwarze genommen, weil das die beste war. Also, das ist die ganz einfache Küche und in Schwarz sieht die halt, wie gesagt, am besten aus. Und, jawohl, was ist hier los? Warum? Kannst du bitte die Pfannkuchen fortsetzen? Dankeschön. Irgendwie stinkt ihr hier alle, kann das sein? Ja, man merkt halt, dass wir ein Badezimmer rausgeschmissen haben aufgrund dessen, dass das Kinderzimmer jetzt so viel Platz gebraucht hat. Allerdings hier der Raum, der soll ja irgendwann noch in den Keller, weil ja Party Area im Keller, wer braucht, also das braucht man. Und von daher, das kommt dann noch runter. Allerdings wollte ich nicht hier oben auf der zweiten Etage das Kinderzimmer einrichten aufgrund dessen, dass die Kleinen ja, ich glaube nicht, dass sie Treppen steigen können. Wir müssen es mal probieren. Sehr wütend. Oh nein. Ausgehungert, weil Hunger extrem niedrig. Okay, das ist. Oh. Huch, Entschuldigung. Das könnte. Oh Gott, guck mal, sie sitzt auf der Couch. Das könnte extrem interessant werden. Kann sie Lammkarree essen? Die Tantiemen sind da. Und noch etwas. Bummi der Bär. Und die Lügen meines Deutschlehrers. Alles klar. So, das hat uns wieder ein bisschen Geld gebracht. Und der Flohmarkt ist in der Stadt. Aber ich warte ja auf das Gewürzfestival aufgrund dessen, dass man da einige Sachen ernten kann. Und ja, wir haben halt noch nicht so die typischen coolen Sachen, die recht gut Geld bringen in dem Garten und die fehlen halt noch. Da bin ich ja ganz scharf drauf, dass wir die noch ranbekommen. So, Madame Niki, du kannst mal bitte deine ganze Familie zum Essen rufen. Und, oh mein Gott, wie die sich alle mit der Kleinen beschäftigen. Aber wie gesagt, gehalten werden. Ausgeruht, weil geschlafen. Clara ist total ausgeruht und bereit zum Toben. Lecker Schmecker, weil Essen gegessen. Es reimt sich. Was immer das war. Hätte gerne mehr davon. Ja, das denke ich auch immer. Das denke ich auch immer. Man sieht mir das zwar nicht an, ich kann essen, was ich will. Ich nehme nicht zu. So. Wie wäre es, wenn wir eventuell doch noch eine zweite Dusche hier reinmachen? Eventuell kann man auch den Raum hier noch ein bisschen vergrößern. Es ist schwierig. Es würde rein theoretisch gehen. Na, mal schauen, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen rumbasteln an dem Haus. Ich werde, wenn wir gebaut haben, was allerdings, wie gesagt, nicht vor 50.000 Simoleons passiert aufgrund des Lebenswunsches, werde ich das Haus natürlich für euch wieder in die Galerie laden. Wie gesagt, EAID and One Girl steht auch unten in der Infobox. Und da könnt ihr das gerne runterladen. So wie es ist es jetzt auch schon drin. Allerdings ist das Kinderzimmer da noch nicht, aber das Kinderzimmer ist nochmal extra in der Galerie drin. Das braucht ihr dann bloß da reinsetzen. So, macht ihr was? Oder sitzt ihr wieder nur rum? Nee, okay, die stinken alle. Das ist ja. Okay, irgendwas müssen wir hier machen. Das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Ich glaube, das muss jetzt sein, weil das eine Badezimmer, was wir durch das Kinderzimmer weggemacht haben, das fehlt. Das merkt man. So, ich muss mal eben gucken. Die Wanne können wir hier hochstellen. Die brauchen wir nicht verkaufen. Die passt hier super in die Ecke rein. Und dann würde ich sagen, jetzt geht die Stimme weg. Na, super. Würde ich sagen, machen wir hier mal eine Trennwand noch ein. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Und dann schauen wir mal, ob das mit den Duschen passt. Ja, super, sehr gut. Dann stellen wir hier einfach mal noch zwei Duschen rein. Oder nehmen wir die? Hygiene 7, Hygiene 5. Es ist eigentlich egal, wie die optisch aussieht. Nutzen müssen sie haben, weil hier drinnen sieht die eh keiner.
So. Da noch eine rein. Oh Gott, das wird hier... Das Badezimmer besteht nur aus Türen, aber es geht nicht anders. Geht natürlich nicht. Okay, Moment. bb.moveObjectsOn. Ja, ja. Seht ihr das? Das kriegen wir hin. Also es ist eine Türenfront. Oh mein Gott, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber es geht nicht anders. Wir müssen wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen umbauen, damit das hier alles wieder harmonisch aussieht. Das Kinderzimmer hat wirklich das ganze Gleichgewicht durcheinander gebracht vom Haus. Es war ja auch total unerwartet. Damit hat echt keiner gerechnet. Aber naja, das müssen wir jetzt so hinnehmen, diese Türenfront hier. Bis zum nächsten Umbau bleibt es erstmal so. Gut. Wir waren stehen geblieben. Die Hälfte ist. Es ist eigentlich fast jeder hier. Was macht denn die Niki? Die ist gleich mal duschen. Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch hinhaut. Wo ist denn die Duschen? Wen könnten wir denn mal duschen schicken? Sie können wir mal duschen schicken. Duschen. Es ist halt... Es muss abgetrennt sein, weil sonst können die alle nicht gleichzeitig duschen gehen. Aber es funktioniert sehr gut. Jetzt müssen wir wieder hinterher sein bei den Tellern, bevor die wieder einer wegräumt. Oh, Marie! Warum? Oh, jetzt hat sie die Teller zusammengestellt. Das ist wieder einiges Geld, was uns durch die Lappen geht. Aber gut, so ist es nun mal. Man kann ja nicht alles haben. Und wir haben... Was ist das? Holst du? Es klang, als wie wenn er heulen würde. Okay. So, wir gucken mal, was wir Sinnvolles mit den Kindern machen können. Die Trudy, nicht die Marie, die kann auf jeden Fall noch an ihren Fähigkeiten arbeiten, dass sie so schnell wie möglich ausziehen kann, dass wieder eventuell das nächste Mal Zwillinge Platz haben, Multiplayer-Spiel spielen, Party-Frenzy spielen mit. Guck mal, da kann eigentlich die ganze Familie mitmachen und da sind sie beschäftigt. Wie viele können denn da mitmachen? Okay, es geht also zu viert. Okay, gut. Zu viert kann man spielen. So, die sind auf jeden Fall schon mal beschäftigt. Und wir schauen natürlich wieder zu unserer kleinen Clara. Da-da-da. Jetzt muss ich echt mal schauen, ob das funktioniert, ob sie... Huch. Ob sie die Treppen hochkrabbeln kann. Mal gucken, ob das geht, weil bei Sims 3 musste man die immer tragen und das war ein bisschen umständlich und deswegen absetzen. Bitte tu, setz sie ab. Die Niki, die kann auf jeden Fall mal die Kuh melken gehen, unsere Alma, das ist die Alma, melken und danach kann sie ihr Buch weiterschreiben, damit wir nochmal diese Schreibenfähigkeit ein bisschen aufbauen. Weil das lohnt sich echt schon ganz gut, wenn man das kann. Weiterschreiben. Du rockst eine Ode an dich. Ein Ende, wollte ich gerade sagen. So, wo ist die Kleine? Oh mein Gott. Die krabbeln hier Tatsache die Treppen hoch. Oh mein Gott. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hier zusammen hier sitzen, hier hingehen. Okay, Rückzug. Mal gucken, wie das Rückzug aussieht, ob das auch geht. Ich hoffe, das kann nicht gefährlich sein für sie. Oh, traurig. Braucht Vergnügen, weil Spaß niedrig. Oh mein Gott. Okay, das Ganze wieder rückwärts runter. Kleinkind Power. Wuhu. Das haben die echt genial gemacht. Bei Sims 3 ging das nicht. Richtig, richtig cool. Sie braucht zwar ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. So, wer hat denn jetzt hier noch nichts zu tun? Guck mal hier, der Daniel, der hat noch nichts zu tun. Bist du Daniel oder Dean? Daniel oder Joel? Daniel und Joel, die sehen nämlich beide gleich aus. Das sind so typische Zwillinge. Und, oh, Tristan! Oh mein Gott, ist das süß. Ich freue mich auf jeden Fall über... Ich freue mich auf die nächsten kleinen Kinder. Das wird so toll. Und vor allem würde ich gern alle, wie gesagt, alle Charaktermerkmale bei den kleinen Kindern ausprobieren. Sie ist ja jetzt... was ist sie denn? Was war sie denn? Wo sehe ich denn das?
Albern, genau, sie ist albern. Albern und neugierig. Diese kleinen Kinder erzählen gerne Witze und sind verspielt. Sie bauen etwas schneller Fantasiefähigkeit auf, Persönlichkeitsmerkmal. Das ist auf jeden Fall verdammt cool. Jetzt hat die Trudy sie. Wobei ich bin jetzt nicht so begeistert, dass Trudy das macht. Guck mal, können wir ihr nochmal beibringen? Ah, sehr cool, sie macht das schon. Das ist sehr cool. Was braucht sie denn dann noch? Spaß. Auf jeden Fall ganz viel Spaß. Trudy, wie gesagt, ich bin nicht begeistert, dass sie jetzt sich um die Kleine kümmert, aufgrund dessen, dass sie noch ihre eigenen Fähigkeiten, also dass sie an ihren eigenen Fähigkeiten arbeiten muss. Party Friends, sie macht das mal alleine. Weil sie braucht ja hier Level 4 bei einer Fähigkeit, bevor sie altern darf. Und deswegen wäre das echt cool, wenn sie jetzt ein bisschen zocken geht oder egal was sie macht. Hauptsache, sie bringt ihre Videospielkarrierefähigkeit voran. Der Bruno, der darf übrigens auch schon Geburtstag feiern, weil der ist einser Oberschüler. Das werden wir gleich mal machen. Der Bruno, der ist ja so ein bisschen unser Koch. Oh, der wird echt im Garten fehlen. Das ist echt. Oh ja, das wird man merken. So, Getränk für Clara nehmen. Getränk für. Zweimal Getränk nehmen? Okay. Wir wollen einen Kuchen kochen. Einen Schokokuchen. Was haben wir noch? Hier nicht viel. Okay. Ach so, die Niki, die kann andere Kuchen. Das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Aber ich habe im Moment nicht dran gedacht, dass wir ja auf dem Bruno sind. Kommt vor, macht nichts. So. Der Bruno hat geerntet, das können wir gleich mal verkaufen. Bringt Geld, 150 Simoleons. Und hier, wow, 1056 Simoleons. So könnten wir immer ernten, das ist echt cool. Wobei, wir nehmen eigentlich mit dem Garten schon recht viel Geld ein. Stinkt das Töpfchen? Geht das? Klar. Ah, Tatsache, es geht. Es geht, es funktioniert. So, Niki, wie weit bist denn du mit deinem Roman? Oder was war das? Ich weiß es gar nicht. Ein Buch für. Es ist ein Buch, ich weiß gerade nicht mehr welches. Oder was für ein Genre. So, du machst den Kuchen. Du zockst. Du schläfst. Warum schläfst du? Bist du müde? Der hat die Ente von der Clara im Inventar. Alles klar. Müdigkeit, ja, ist okay. Was hältst denn du davon, wenn du mit zum Beispiel dem Joel, mit dem Joel ein bisschen spielen gehst? Guck mal, der Joel, der hat nämlich auch gerade nichts zu tun. Joel, komm schon, geh. Tu es. So, dann seid ihr beiden auch beschäftigt außer Haus. Der Daniel, was macht der? Der kann mit der Clara spielen. Guck mal, mit Puppen mitspielen. Kann man das zu dritt machen? Geht das? Puppen Namen geben, okay. Also spielt sie jetzt mit oder mit Daniel plaudern? Bruno hat jetzt die Rezepte für Eier und Toast, Specksalat, Tomaten, Sandwiches, Tortillas und mit Soße und Fisch Tacos gelernt. Außerdem hat er einen coolen neuen Kombi-Trick gelernt. Alles klar. Der Bruno, der will ja, wie gesagt, der will ja auch in diese Kochrichtung gehen. Den werden wir da mal reinstecken. Und dann schauen wir mal. Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht. Clara kann sich jetzt die Bilder in Kinderbüchern ansehen und mit anderen mit dem Puppenhaus spielen. Okay. Welcher erwachsener Sim hat gerade nichts zu tun? Du bist noch beschäftigt. Der Bruno trinkt Kaffee. Weil wir haben uns das noch gar nicht so angeschaut, wie wir dem Kind Laufen beibringen. Das geht mit Interaktion, das ist klar. Im Schlaflesen, Kinderbetreuung. Wo sehen wir das denn eigentlich? Was sie schon kann. Simologie, Clara, nee. Sehen wir das? Beziehungen. Ah, hier, schaut. Bewegung, Level 2. Also wir können, so wie es aussieht, nicht mehr direkt das Ganze beibringen. Das passiert mehr oder weniger automatisch. Dafür müssen wir allerdings mehr auf ihre Bedürfnisse achten. So sieht das Ganze aus.
So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mich ja auch abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr von unserem Kleinkind Clara. Wo ist sie? Wo ist sie? Weg. Da ist sie. Dann verpasst ihr nichts mehr von der Clara und auch generell von der 100 Baby Challenge nicht mehr. Und Großstadtleben haben wir auch noch ein Let's Play, das auch regelmäßig läuft. Und auch Sims 3, da habe ich meine, wie gesagt, wie kann man sagen, mein Self-Sim erstellt. Und das ist auch mein Freund ist auch dabei. Und wir beide gründen dort unsere eigene Familie. Das ist jetzt zwar nicht das, wie es in Wirklichkeit ist, aber es ist halt, im Moment noch der Anfang von einem Let's Play, einem Generationen-Let's Play. Ich möchte eine richtige coole Familie haben mit einem richtig coolen Stammbaum, einen riesengroßen. Und ich freue mich. Ich mag auch Sims 3. Ich spiele beides gerne. Und wenn mich jemand fragen würde, was ich lieber spiele, ich könnte keine Antwort drauf geben. So, ihr Lieben, das war's jetzt aber erstmal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.